Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 17. Februar. Das Videotagebuch fängt jetzt wieder an. Wir hatten jetzt ein paar Tage Pause gemacht, also nicht, wir haben getradet, aber wir hatten ein Seminar und da haben wir das Video nicht aufgezeichnet. Wir haben den ersten Trade heute, ist schon etwas früher. Wir sehen es hier, ist ein MTX-Trade. Ja, also wir sind bei 15.343 sind für Short. Bei 15.358 würden wir long gehen. Das ist der erste Trade mit etwas höherem Risiko. Und wir sehen, wir haben eine Kurslücke, ein Gap bei 15.434, genau bei den Daily Pivot. Wir platzieren die Big Number erstmal bei 15.400, obwohl wir hier heute Morgen schon ein Tickchen tiefer sind. Können wir gleich nochmal wechseln, falls der Druck um 9 Uhr etwas größer werden sollte. Ansonsten sehen wir und werfen einen Blick in die Vergangenheit. Gestern 100 Punkte, die Blue Boxen auf dem Minutenchart. Ansonsten gab es eine 17er Box, die direkt dann auch im zweiten Trade hier in den Gewinn gelaufen ist. Und ganz spät abends gab es eine Box, die Vola-Boxen, da wollen wir gleich reinschauen. Wo kommt die Vola-Box rein? 15.315. Das würde bedeuten, bei dem aktuellen Preisniveau würde es nicht ganz ausreichen, um erhöhtes Risiko zu fahren. Ja, also 15 wäre dann irgendwie hier. Das wären nur 25 Punkte, 40 Punkte, glaube ich. Sollten wir unserer Linie treu bleiben, wenn wir 40 Punkte entfernt sind von dem Eröffnungskurs, dass wir dann mit höherem Risiko fahren. Wir haben das gestern ja auch hier im Seminar live getradet. Ja, insofern 15,3, 15 circa kommt die Box rein. Da blicken wir gleich rein und dann gehen wir jetzt auch schon in die Großwetterlage. Ja, Hamburg stürmt es und wir gucken mal auf die Märkte, ob es da auch stürmt. Fangen an bei den klassischen Ethereum und hier auch nochmal der Hinweis: Bei Ethereum Krypto heute 10:05 Uhr haben wir Market Roundup mit Pascal wieder. Crypto Thursday, also 10:05 Uhr hier in unseren Live-Trading-Raum. Das Ganze wird aufgezeichnet und dann nochmal in den Mitgliederbereich eingestellt. Also Ethereum Daily Short 4 Stunden Long. Stunde lang 30 Short, 15 Short, 5 auch Short, also leicht wieder Richtung Süden. Bitcoin 43.000, eigentlich eher seitwärts die letzten Tage. Daily Short, 4 Stunde lang 30 Short, 15 Short und 5 Minuten ist wieder Long. Nächster Markt hier in der Liste ist wie immer der Dow Jones. Okay, Daily, nach wie vor Short. 4 Stunden Short, Stunde Long. 30 Short, 15 Short und 5 Long. Na, leichte Gewichtung, Übergewichtung im Short-Modus auf den großen Zeitebenen. S&P 500 Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Long. 15 Long und 5 Minuten auch Long. Technologiebörse Nasdaq. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Long. 30 Short. 15 plus minus neutral und 5 Minuten Long. Kommen wir zum J.R. Ewing Trade. DRM Öl. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch wieder Long. Gold, Daily Long, 4 Stunde Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. Also Gold ist Long und der letzte Markt ist DAX. Daily Short, 4 Stunde Short. Stunde Long,
30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Gut, also MTX haben wir laufen und wir haben die Big Number erstmal oben fürs Gap Closing platziert. Ansonsten können wir jetzt die Zielmarken mal definieren. Das heißt, wir haben hier oben Daily Pivot. Dann haben wir die 50er Marke gleich dicht bei. Und dann hier oben unten herum ist die 50er Marke. Da sind wir jetzt gerade hier. Big Number. Und nochmal die 50er Marke hier circa. Das sind die Zielzonen mit Gap Closing hier auch bei 16, 17. Ich, meine Damen und Herren, gleich geht die Jagd los, offiziell ab 9 Uhr. 12, 9, 7, 5 und los geht's. MTX ist in den Gewinn gelaufen. Erster Trade heute für unser Videotagebuch war ein MTX-Trade. Big Number ist auch aktiviert. Erster Trade Short. Erster Trade Short. Vola Box oben und unten. Und Big Number ist auch in den Gewinn gelaufen. Hafengeräusch. So. Und 15.407 zu 15.392 wird nochmal aktiviert. MTX ist in den Gewinn gelaufen. Big Number ist auch nochmal jetzt drin. Und wir sehen bei MTX, ja, Order History Indikator. Dort sind wir short gegangen. Der war eigentlich schon im Gewinn. Dann haben wir nochmal platziert. Und Big Number ist auch in den Gewinn gelaufen, das zweite Mal. Und wir platzieren sie noch ein drittes Mal. Ja, ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern. Das war für unser Videotagebuch, unser Eröffnungstrade, der wieder in den Gewinn gelaufen ist. MTX und Big Number. Ja, und wir hören uns dann morgen wieder.